Hallo und willkommen zurück bei Dirt 2. Wir haben die World Tour hinter uns gelassen und werden heute, denke ich mal, ein paar von den frisch gewonnenen Autos ausprobieren. Da freue ich mich schon drauf. Da gab es ja doch so einige schöne Belohnungen, so ein Ford RS 200 und so eine ganzen schönen Sachen. Für Rallycross, für Raid haben wir auch was Neues, den Mitsubishi, den alten. Also da kommt eine Menge auf uns zu. Und wir haben ja auch noch einige Löcher in der Landkarte zu flicken hier. Noch einige offene Events. Ein paar Rallyes, ein paar dies, ein bisschen das. Und ich würde sagen, wir gehen das Ganze in Ruhe hier an. Das Finale sozusagen von Dirt 2. Also ist doch schon noch eine Menge. Finale würde ich noch gar nicht mal sagen. Es ist wirklich noch ziemlich viel. Gibt doch noch einiges her. Und wir haben ja auch noch viele offene Flecken in Tokio. Und ich glaube auch, wir haben hier irgendwo noch eine Herausforderung. Da unten ist jemand. Das müsste doch hier die Katie Justice sein. Ja, Katie Justiz fordert uns nochmal heraus. Unten in Baja. Aber ich würde sagen, wir fangen heute mal in Japan an. Da waren wir schon länger nicht mehr. Mit einem schönen, gepflegten Last Man Standing, würde ich mal sagen. Da können wir gleich mal unseren Ford ausprobieren. Zwei Rennen haben wir hier. Das ist doch relativ entspannt, glaube ich. Haben relativ viel Geld. Gucke ich mal bei den Rallycross-Autos. Ja, Subaru war nicht so der Burner in Stufe 3. Und wir müssten doch eigentlich theoretisch hier den... Ja, guck mal, da ist er, der... Oh, der Ford RS 200. Ganz schlechte Drivability. Das wird bestimmt ein ziemlicher Krampf, damit zu fahren. Und ist auch zudem noch ein Rechtslenker, aber wir wollen ihn ja mal ausprobieren. Insofern werden wir den jetzt auch mal nehmen und einfach mal ins kalte Wasser da springen, was das angeht. Ja, wir lassen den mal in der Hydrex Ready Cross Team Lackierung. Sieht, glaube ich, ganz schick aus. Und dann legen wir mal direkt los. Bin mal gespannt, wie er sich fährt. Leistungstechnisch ist der ja eine ziemliche Bombe, ne? Wenn man den so rein von den Werten sich anguckt. Ich denke mal, der wird ganz gut abgehen. Aber das große Problem ist natürlich, den auch noch unter Kontrolle zu bekommen. Aber ich denke mal, wir können ein bisschen gegensteuern, indem wir da vielleicht ein bisschen, naja, die Downforce erhöhen oder sowas. Ja. Oh, ich packe jetzt mein Steam-Overlay auszustellen. Das sollte kein Problem sein. Hoffen wir mal, dass uns da keiner jetzt großartig dazwischen funkt. So, Tanner Faust. Oh ja, das ist schon mal ein schönes Cockpit auf jeden Fall. Mal sehen, wie er jetzt so am Start. Oh ja, doch. Oh ja, man merkt schon, dass der eine Menge Kraft auf der Hinterachse, beziehungsweise ist ja auch Allrad. Oh. Das ist schon ein sehr aggressives Auto. Hohe Geschwindigkeit, hohe Beschleunigung, wahnsinnig, wie der hier durchflügt. Hat auch sehr gute Bremsen, also von daher, Drivability eigentlich im Moment, soweit ich das beurteilen kann, ganz okay. Auf jeden Fall ein Auto, was sehr viel Spaß macht zu fahren. Achtung, jetzt hier ins Wasser. Suchen wir uns mal eine Lücke. Gehen da schon am Tanner Faust direkt mal vorbei. So. Und wir haben uns schon mal direkt hier. Ja, noch nicht ganz. Da wird noch gedrängelt. Oh, der ist immer noch neben uns. Ich kann da gar nicht hingucken. Aber hier mal jetzt rein von der Schwierigkeit her ist es hier ein bisschen leichter als noch bei den X-Games. So, ganz vorsichtig. Oh, da waren wir ein bisschen falsch im Kurvenscheitel. Tanner Faust kommt hier weit raus. Haben wir die bessere Linie in dem Moment gerade. 6 Sekunden zieht der nächste raus. Oh. Oh, der Ford fährt sich richtig schön. Oh, muss sich konzentrieren. Aber er fährt sich echt geil. Das ist eine richtig geile Kiste. Gucken wir gleich nochmal ins Replay ein bisschen rein. Lässt sich gut kontrollieren. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass er stärker aus den Kurven rausgetrieben wird. Aber der greift jedes Mal echt gut an. Also da ist der Drivability-Wert ein bisschen tief gesetzt. Da war der Subaru schlimmer, finde ich, ehrlich gesagt. Der hat auf dem Papier mehr Drivability. Naja, wer weiß, was da für Werte mit reinspielen, um diese Drivability festzulegen. So, da stehen schon die Nächsten auf der Seite. Diesmal haben wir die Kurve hier besser erwischt. Kommen hier besser rein, kommen besser raus, so muss das. Ja, der Ford RS 200 natürlich auch nicht nur im Rallycross, sondern auch im Rally eine kleine Legende. Auf jeden Fall ein erfolgreiches Modell von Ford. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Nachfolger, beziehungsweise der Vorgänger vom Ford Escort, der Group A. Aber ganz so richtig gut kenne ich mich mit der Ford Modellhistorie auch nicht aus, muss ich ehrlich zugeben. Also ich glaube, der Ford RS 200, also der wurde ja später auch noch in der
in der Group B und bei der Safari eingesetzt. Danach kam dann in der Gruppe A eben der Ford Escort, meiner Meinung nach. Und dann kam doch, glaube ich, irgendwann sogar schon das Focus-Modell. Ende der 90er, Anfang der 2000er, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und ich glaube, wir haben das Last Man Standing hier soweit. Denn der Faust ist raus und da sind wir. Ich freue mich auf die Wiederholung, den kleinen Ford mal hier in Action zu sehen. Ja, ich hätte gedacht, das mit dem Rechtslenker wird jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich, aber das war eigentlich jetzt gar kein Problem, muss ich sagen. Subaru ist auch dabei, richtig schön. Ich habe heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit, das erste, was ich gesehen habe, da war so ein Autotransport, der stand in meiner Straße und das ist echt keine hochbefahrene Straße, das ist ein ziemliches Dorf hier, der Teil von Köln, wo ich wohne. Und tatsächlich steht da ein Autotransporter mit einigen richtig fetten Karren, unglaublich. Ne? Und obendrauf ein Subaru Impreza WX STI, so ein blauer halt, so ein 2006er oder 2005er. Also der schon mit dem etwas Facelifting vorne. In blau natürlich, so wie er sein muss, und Carbon-Motorhaube drauf, das ist auch richtig geil. Richtig geil. Ich dachte schon, den wollten sie bei mir abstellen, dass irgendwer mir den geschickt hätte, aber naja, leider nicht. Es blieb dann ein Traum. Aber irgendwann ist es soweit. Irgendwann steht vor meiner Tür auch ein WX STI. So. Aber ich will da ungern mir so eine alte Kiste für 10.000 Euro kaufen. Die kann man sich ja schon relativ günstig holen, ne? Aber ja, die sind natürlich sauteuer im Unterhalt und sind auch nicht besonders zuverlässig, habe ich mir mal so sagen lassen. Also da hast du relativ viel Stress mit Reparaturen, mit Ersatzteilen, die du kaum bekommst und so. Deswegen, also wenn, dann würde ich mir einen der neueren Generationen holen, den man auch wirklich beim Subaru-Händler quasi kaufen kann, rein theoretisch. Dass man da auch Werkstätten hat, die einem da helfen können, auch für einen normalen Preis, sag ich mal, ne? Und da, die sind dann einfach ein bisschen zu teuer in Deutschland. Die kosten ja um die 50.000 Euro. Das sind ja auch teilweise Leasingraten, die man da nicht so wirklich investieren möchte. Naja, gucken wir mal. Irgendwann, eines Tages. Man muss sich ja auch so ein paar Träume erhalten, ne? So. Ja, das Setup war eigentlich gut. Momentaner Plan ja, einige wissen es. Ich habe es schon öfter mal gesagt. Fiesta ST, also super Auto. Super kleiner sportlicher Flitzer. In dem Segment glaube ich auch wirklich... Oh, shit. Haben ein bisschen die PS unseres Ford unterschätzt hier. In dem Segment glaube ich auch wirklich in seiner Klasse, in kleinen Sportwagen. Ja. Ein kleiner Primus. Hat auch sämtliche Tests eigentlich gewonnen. Einige sind nicht so begeistert. Aber die meisten, die ich kenne, die den auch schon gefahren sind... Ich habe ihn ja selber auch schon gesehen. Habe auch schon drin gesessen. Der Essen Motorshow. Also ich finde das Auto richtig super. Das wäre im Moment so mein Favorit. Wenn es um den Autokauf geht, das jetzt so Ende März, Anfang April auf jeden Fall ansteht. So, wir haben uns schon wieder mit unserem Ford hier super easy nach vorne gekämpft. Das ist ja wirklich ein Selbstläufer heute. Aber der ist auch, glaube ich, richtig high-powered. Ah, hier kommen wir jetzt ein bisschen weit raus. Ah, verdiene hier gerade am Boden. Ich habe gerade die Streckenführung hier nicht so wirklich... Im Kopf haben schon einen leichten Radschaden, aber ich denke mal, das sollte kein Problem werden. So ein leichter Radschaden. Oh, da war ich zu spät auf der Bremse. Knall hier in die Wand rein. Da setze ich mal kurz den Wagen zurück. Da habe ich einmal einen Bremspunkt verpennt. Oh yes. Ja, bei Dirt 3 ist er ja... Oh. Auch schon im Standardfahrzeugpool drinne beim Rallycross, der... Ford RS 200, ja, und ich bin momentan so ein bisschen am überlegen, NASCAR 14 wird ja NASCAR 13 ablösen, das heißt, da haben wir nicht unmittelbar ein neues Rennspiel. The Crew wird ja noch ein bisschen, zwei, drei Monate vielleicht sogar dauern. Insofern wird auf jeden Fall eines der Projekte, wenn sogar zwei Projekte jetzt zum Ende kommen, wir haben gerade Level 44 erreicht, und das ist nämlich Dirt 2, was jetzt irgendwann mal so in zwei, drei Wochen vorbei sein wird. Und WRC4 nämlich auch. Weil ich denke mal nicht, dass wir dann VW-Angebot bekommen, so wie es im Moment aussieht. Und da habe ich dann gesagt, dass wir dann mit annähernd 60 Folgen genug WRC4 hatten. Weshalb dann zwei Projekte mehr oder weniger auslaufen. Das sind zwei Ready-Spiele und ich würde die auch ganz gerne wieder irgendwie füllen. Ich habe mir überlegt, naja, Dirt 3 weiß ich nicht so richtig. Ist auf jeden Fall natürlich auch cool, aber ist es auch andererseits... Ah, nicht mehr wirklich spannend, weil viele kennen es halt, es ist sehr vorhersehbar, was da passiert. Weiß nicht. Also Dirt 3, ich finde es irgendwie so ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht auf jeden Fall Shift 2 wäre eine nette Idee, glaube ich.
Dann habe ich noch gerade im Moment auf der PlayStation 3 das, sag schon hier, Midnight Club Los Angeles. Es ist ein bisschen so Need for Speed Underground mäßig, so mit Tuning und so weiter. Wäre, glaube ich, auch ganz geil. Aber das werde ich nochmal irgendwie auch euch mit einbeziehen, auf jeden Fall noch im Extra-Video, denke ich mal, wenn es soweit ist. Und dann noch ein paar andere Möglichkeiten vielleicht noch geben. Gibt ja noch andere Spiele, wow. Auf jeden Fall plane ich auch gerade mit einer kleinen Serie zu Richard Burns Rally. Wurde ja auch schon oft nachgefragt. Ah, was ist denn jetzt los? Achso, ist schon vorbei. Ich habe mich gerade gewundert, warum der Wagen so weglenkt. Hab da Tanner Faust auf Platz 2 erwartet. Ja, das sind so die Pläne im Moment. Mal gucken. Wie gesagt, ja, so übergangsprojektmäßig, bis die Crew kommt, müssen wir mal schauen. Also, ja, sonst so viel haben wir ja sonst im Moment gar nicht mehr eigentlich, ne? Gran Turismo 6 läuft natürlich immer noch. Das wird auch noch eine ganz schöne Weile, glaube ich, laufen, das Gran Turismo. Dann NASCAR 14 wird auch ein Dauerbrenner sein. Natürlich, wie bei NASCAR üblich, kein regelmäßiger Dauerbrenner, aber doch, ja, so ein-, zweimal die Woche, ne? Wir kennen das ja von NASCAR. Und so bleibt das Let's Play bei NASCAR auch mal exklusiv und so, dass die Leute es auch gerne schauen, dass man auch hinterherkommt damit. Weil es ja doch sehr, sehr lange Folgen sind, immer bis zu einer Stunde. Deswegen, manche Sachen sind halt ein bisschen so. Dirt 2 gibt's auf Steam. Ja, Dirt 2 gibt's auf Steam. Oder gab's auf Steam, besser gesagt. Stimmt, jetzt wo er es schreibt. Tatsächlich ist es so, dass Dirt 2 im Moment auf Steam nicht mehr verfügbar ist. Das ist, ja, gab's mal. Gibt's aber nicht mehr. Deswegen habe ich Glück gehabt. So. Oh, da gibt's ja richtig Erfahrungspunkte. Ich weiß gar nicht. Hier gibt's, glaube ich, keine Level Cap. Geht, glaube ich, bis unendlich. Beziehungsweise, weiß nicht, 50 vielleicht. Müssen wir mal sehen. Ja, das haben wir relativ easy nach Hause gefahren, das Ding. Ein weiterer Fleck auf der Landkarte ist getilgt worden. Ein weiteres graues Pflaster. So, und Trailblazer wollten wir auch mal wieder ausprobieren, ne? In China, glaube ich, würde sich das ganz gut eignen. Mit dem Dallenbach natürlich, ne? Obwohl, dann wollen wir mal auf Asien vielleicht mal verlassen. Vielleicht haben wir irgendwo noch einen schönen Raid. Zum Beispiel hier. Da hätten wir auch noch einen Trailblazer. Ach, hier haben wir noch einiges, Leute. Einiges. Dann machen wir hier oben mal den Trailblazer und danach den Raid, würde ich mal sagen. Dann können wir mal so ein bisschen Autos ausprobieren. Obwohl, Raid vielleicht dann doch lieber mal in Utah. Da ist ja auch noch was offen gewesen. Ja, guck mal hier. Dann haben wir das. Utah ist dann komplett erledigt. Bye-bye Utah, würde ich dann mal sagen. Hier haben wir nochmal zwei Rennen mit dem Dallenbach Special. Den können wir jetzt benutzen. Und da werden wir natürlich auch nicht abbringen lassen von. Ich glaube, da darf man nur mit dem Dallenbach fahren. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Dann fahren die Gegner auch alle mit dem. Ich dachte, wir können uns hier einen geheimen Vorteil erschleichen, aber leider nicht. So. Ken Block gibt es auf jeden Fall eine Lackierung. Dave Mirror. Oh, wir nehmen mal den Schaufler hier, den Bagger von Dave Mirror. Der ein bisschen aus wie so ein Bagger. Und ich weiß gar nicht, ob die Dashboard-Toys überhaupt hier funktionieren in diesem kleinen Open-Wheeler. Auf jeden Fall ist der sehr, sehr, sehr geil. Fährt sich sehr, sehr spaßig, sehr, sehr schnell. Sehr, sehr stabil, das Auto. Ich denke mal, damit werden wir jetzt unseren Spaß haben hier in Utah. Vitali Ivanov. Oh, Travis Pastrana dabei, Ken Block dabei. Okay, also hochkarätige Konkurrenz. It's gonna be amazing. Ich lasse es mal auf Standard einfach mal, weil wir wissen ja, Utah hat ja so ein paar fiese Kurven und Abschnitte, wo man doch ein bisschen. Alter Schwede, das ist ein Flügel. It's a very huge spoiler. Spoiler-Alarm, so. Ui, 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 was ein Sound. Und go. Ah, sehr stabil das Auto auf jeden Fall. Und wie schnell der hochtourt, ne, auf 200, ist auch Wahnsinn. Ich glaube rein, oh, da vorne hat sich schon einer verfranst. Ich glaube rein von der Sache her ist da gar nicht mal so viel mehr Leistung, leistungsfähig als die normalen Trailblazer-Autos, zumal man den Dallenbach eigentlich kaum driften kann. Der klebt ziemlich doll auf der Straße, natürlich bei dem großen Spoiler, kein Wunder. Aber man kann den wirklich kaum irgendwie in die Kurven driften, der fährt relativ. Ja, ihr seht es jetzt, ne? Ich habe versucht, den so ein bisschen mal zu schmeißen, aber kann man eigentlich kaum. Der bleibt wirklich sehr, sehr. Oh, wir haben hier einen großen Vorsprung. Ich habe auch extreme Schwierigkeit, also. Ah, hier haben wir mal ein bisschen in den Drift, aber der greift ganz schnell wieder rein in den Schotter.
sehr, sehr angenehm zu fahren. So wünscht man sich das. Ja. Oh. Ah, da habe ich leicht schon gemerkt, dass er doch leicht wegging, so ein bisschen. Ja, wenn man den einmal halt im Heck hat, dann fliegt er aber auch ins Heck. Und dann ist er auch relativ träge, wieder aus dieser Seitwärtsbewegung rauszubekommen. Aber geiles Auto auf jeden Fall. Macht schon Spaß. Ist echt, ich finde es echt cool, dass man dann hier, die Karriere ist so abwechslungsreich bei Dirt 2, wenn man dann hier die World Tour geschafft hat und die X-Games und alles. Bekommt man neue Autos, mit denen, die man wieder ausprobieren kann. Wo man die Grenzen auf den alten Strecken, die man ja schon öfter gefahren ist, nochmal austesten kann. Also es bleibt immer abwechslungsreich, immer anspruchsvoll. Dirt 2, finde ich, nach wie vor ist, ja, für mich eigentlich, für mich persönlich, muss ich sagen, das beste Rennspiel. Oder sagen wir bestes Offroad-Spiel. Im Sinne von Spielspaß, muss man auch sagen. Also, natürlich ist ein Richard Burns Rally oder so natürlich viel realistischer. Aber Spielspaß und Abwechslung, das finde ich hier bei Dirt 2 ein rundum sorglos Paket. Und es lässt sich immer noch super mit dem Lenkrad steuern. Okay, die ziehen wir aber richtig ab hier, die Jungs. G27 funktioniert einwandfrei. Volle Menüunterstützung auch der Tasten, also auch mit Gamepad super zu fahren. Super Framerate, super Grafik. Also, ich würde es einfach nur jedem empfehlen, dieses Spiel zu spielen. Das werde ich auch noch in 3-4 Jahren... Oh! Oh! Das war knapp. Immer noch sagen. Das war richtig knapp. So, uns den kleinen Staubsauger gleich nochmal... Oder den kleinen Schaufelbagger gleich nochmal in der Wiederholung angucken. Hui! Ja, da heizt... Oh, das brennt richtig im Auspuff. Ja, nochmal gucken hier. Kleiner Wüstenbuggy. Ja, ich glaube, den gibt es auch wirklich in der echten Welt, den Wagen natürlich. Also müsste man mal googeln nach Dallenbach. Dallenbach Racecar oder so. Frag mich ja. Weiß ich gerade nicht ganz genau, wo der eingesetzt wird oder wurde. Wahrscheinlich bei irgendwelchen verrückten Ami-Rennen in der Wüste. Hui! Ah, cooles Teil. Cooles Teil. Ja, dann wollen wir mal noch das zweite Rennen machen hier. In Utah. Nicely done, man. Wir hätten da gesprochen. So, zweites Rennen in Utah. Jetzt nochmal den Rückweg quasi. Da sind wir auch schon Level 45. Da haben wir schon mal zwei von den Autos ausprobiert. Dann werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall mal mit dem Mitsubishi, mit dem alten Mitsubishi Jeep mal so ein Raid fahren. Hätte ich auch Bock drauf. Jawohl, geile neue Autos. So, ja, Setup passt. Also das ist hier, die sind ein bisschen easy unterwegs, die Leute hier. Auf Extreme jetzt in dem Dallenbach sind sie sehr langsam. Wir hatten ja sonst in Utah immer ziemlich viel Stress, wenn wir Trailblazer gewinnen wollten hier. Und tatsächlich sind doch die Dashboard-Toys alle dabei. UFO hängt hier rechts. Und der Dinosaurier, der ist hier links platziert worden. Die ganzen Aufkleber von unseren ganzen Events sind auch alle mit am Auto angeklebt worden. Finde ich geil, diese Idee einfach, diese ganzen Aufkleber ins Auto zu machen. Hoffentlich machen sie das bei Dirt 4 auch wieder. Finde ich echt geil mit den ganzen X-Games und so. Dass du dann die ganzen Aufkleber dann in deinem Cockpit auch kleben hast. Das lohnt sich dann umso mehr, auch nochmal in der Cockpit-Perspektive zu spielen, gerade mit diesen Dashboard-Toys. Also, einfach nur super. Super Ideen. Ja, Individualisierung vom Cockpit wird ja auch bei The Crew ein großes Thema sein wahrscheinlich. Bin auch mal sehr gespannt, inwiefern das da... Oh, jetzt sind wir gar nicht mal Erster. Da hat sich einer links gerade neben der Straße. Oh, wir waren gerade eine Sekunde schon hinter dem Ersten. Ja, ist auch mal was Neues hier in Utah mal eine saubere Linie zu fahren, statt hier immer den Driftpunkt suchen zu müssen. Natürlich sehr arcadisch, die ganze Sache. Aber trotzdem macht er Spaß zu fahren. Ken Block dreht hier ganz schön auf. Ich finde auch einen geilen Sound, der Wagen. Ja, achso, weil ich gerade über die geplanten Let's Plays gesprochen habe. Natürlich Colin McRae Dirt 1 wäre natürlich mein absolutes Lieblings-Let's Play.
Das würde auch gut reinpassen, glaube ich. Aber leider habe ich da, habe ich auch schon mal öfter erwähnt, so einen blöden Bug, dass die Framerate total einbricht. Sobald ich irgendwelche Events spiele, wo dann KI dabei ist, also Rallycross zum Beispiel, bricht völlig ein. Natürlich haben schon einige geschrieben, ja, spielst du auf der PlayStation 3. Aber ganz ehrlich, ne. Finde ich irgendwie doof. Zumal dann die Auflösung auch beim Let's Play viel schlechter ist. Und das Spiel auch auf der PlayStation 3 noch ein bisschen schlechter aussieht. Nicht wesentlich schlechter, aber halt nicht so toll wie auf dem PC. Zumal man damit Mods auch noch diesen Gelbstich rausnehmen kann. Also wenn, dann würde ich es auf dem PC spielen. Aber wie gesagt, da muss ich ja mal gucken, dass ich das Problem in den Griff kriege, beziehungsweise den Rechner immer neu installiere. Also dass irgendwann eines Tages mal Colin McRae Dirt 1 Let's Play auf meinem Kanal zu sehen sein wird, da zweifle ich überhaupt nicht dran. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Sobald ich eine Konfiguration gefunden habe, wo es einwandfrei funktioniert, ist es dann auch soweit. So, wir haben die letzten Meter vor uns hier, ja. Da hier kann man wirklich so frei von der Leber wegquatschen, das fährt sich so einfach, das Teil. Ganz anders, als man hier mit einem Level 3 Subaru kämpfen müsste. Ja, von den Zeiten her sind wir hier, glaube ich, doch ungefähr 6 Sekunden schneller als mit den anderen Autos. Da sind wir, glaube ich, immer so um die 3 Minuten gefahren. So um die 2,58, wenn wir richtig schnell waren, sind wir hier. Oh, wir sind nur Zweiter geworden. Sieh mal an. Auf einmal hat der Ken Block noch aufgedreht. Ja, gibt's ja gar nicht. Ist ja unglaublich. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem haben wir den Gesamtsieg, glaube ich, in der Tasche. Zumindestens gemeinsam mit Ken Block. Sogar den alleinigen Alleinsieg, ja. Ist klar. Ja, die sind auf jeden Fall schneller als die anderen Autos, die Dallenbach. So, Level 45. Fast 2 Millionen Euro auf dem Konto. Wir können ja mal nachher irgendwann nochmal alle Autos kaufen, da gibt's auch Achievements. Yep, dankeschön. Ja, haben wir doch gut was weggeschafft in der Folge heute. Guck mal hier, war noch eine Herausforderung. Utah ist abgeschlossen soweit, da haben wir noch eine Herausforderung hier von, ich glaube, Travis Pastrana. Ja, genau. Nice Job, but, ja, die mache ich später mal. Die laufen ja nicht weg. Wir machen erstmal ein paar Events weiter. Ja, in der nächsten Folge würde ich sagen, da fahren wir mal einen schönen Raid, würde ich mal, oder einen Landrush. Beziehungsweise in Marokko. Da müssen wir sowieso noch eine Menge tun. Also beim nächsten Mal werden wir uns Marokko wieder sehen mit einem Raid, glaube ich. Da können wir mal den Shimizubishi ausprobieren. Da freue ich mich drauf. Ja, wenn es euch gefallen hat, ein kleines Däumchen nach oben würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann, ja, bis zum nächsten Video und viel Spaß beim Verfolgen der Rallye Schweden, die ja auch gerade läuft. Ja, denke mal, kann man ganz gut verfolgen. Ihr kennt ja mittlerweile die Quellen. Bei Facebook könnt ihr bei mir ein bisschen schauen, was da so abgeht. Da teile ich so viele Links. Sonst wjc.com. Und wenn ihr live vielleicht mal reinschauen wollt, ja, BT Sport Live einfach mal suchen bei Google. Da findet man so, ja, Grauzonen-legale Livestreams. Die Sendezeiten, die werde ich auf jeden Fall mal bei Facebook teilen. Also wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, Rallye Schweden, dann bei Facebook vorbeischauen, bei P1TV, Link natürlich in der Beschreibung. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.